Heute gibt es wieder eine neue Folge von Attack on Titan. Einfach weil ich das möchte. Weil ich es weiterspielen will. Demnächst auch wieder ein bisschen was von No Man's Sky. Ich werde mal gucken, dass ich noch den einen Livestream von No Man's Sky von letztens hochlade, wo ich ja Richtung versucht habe, Schwarzes Loch aufzubrechen, was sich dann wieder ein bisschen anders ergeben hat. Muss ich mal ganz kurz gucken. Hier lädt es gerade noch ein Update runter. Wir hatten ja schon so weit gespielt bei Attack on Titan, dass wir jetzt langsam tiefer in die ganze Geschichte so ein bisschen reingekommen sind. Also wir, oh ja, mein Controller, ich habe mir den ja mal zurechtgelegt. Mache ich ja sonst immer nicht mit Controller, mit Tastatur, aber das ist genauso wie bei Mortal Kombat. Die Tastatursteuerung von Attack on Titan. Ja, muss nicht sein, sollte man sich wahrscheinlich eher mit dem Controller geben. Ich selber bin mit dem Controller nicht so gut, wie man vielleicht das letzte Mal so ein bisschen gesehen hat, erkennen konnte. Das sind die kleinen Titans hier und die etwas größeren Titans. Wenn ihr Attack on Titan noch nicht gesehen haben solltet, also weder das Anime noch das Manga gelesen habt, dann solltet ihr euch das auf jeden Fall mal gönnen. Es gibt auch eine Seite, über die man das kostenfrei streamen kann. Da habe ich ja letztens auch mir schon fast alle Folgen der ersten Staffel angeschaut. Mir fehlen nur noch zwei. Die werde ich mir später noch anschauen, bevor ich dann das Spiel durchspiele, weil ich denke mal, da wird es noch ein paar Spoiler zwischendrin geben. Der Anfang ist eigentlich auch schon mal relativ genial gemacht. Und ich finde auch eine gute Umsetzung von der Story. Es ist zwar alles abgekürzt, aber klar, im Spiel muss man das Ganze ein bisschen abkürzen, weil man möchte doch ein bisschen mehr Gameplay haben hier als Story. Man will ja selber durch die Luft schwingen und so weiter und so fort. Bisschen schade, dass man natürlich immer ein paar Sachen verändern muss zur Originalstory und so weiter. Aber das muss nun mal sein. Geht nicht anders. Ich werde wieder schauen, dass ich mal vielleicht jetzt nur eine Stunde dann Attack on Titan mache. Vielleicht machen wir danach einfach was anderes. Den Expeditionsmodus, ja, ich würde ja mit Freunden auf Expeditionsmodus gehen, aber ich glaube, ich habe gar keine Freunde hier ausgewählt, muss ich mal sagen. Die ganzen Charaktere habe ich auch noch nicht wirklich hier aufgeteilt. Da sieht man auch, was jeder anders, also was jeder Charakter so für Stärken hat. Und hier gibt es dann auch noch ein paar mehr, die man freischalten kann, scheinbar. Ja, da bin ich noch nicht weit genug, um das zu haben. Ja, öffentlich verfügbare Informationen über die Galerie. Ich weiß gar nicht, ob wir das schon viel gesammelt haben. Stammrollen, da haben wir noch gar nichts. Ausrüstungsleitfaden, Ehren. Ja, das sind nochmal die Geschichten von den ganzen Attack on Titan-Mitgliedern, die man so trifft, immer mal im Laufe der Story. Regimentsgeschichte, Ausrüstungsleitfaden, das hört sich schon mal gut an. Trainingskling. Ah, da ist noch nicht sehr viel. Verstärkte Klinge. Ja, immer wenn man es kauft, kriegt man es wahrscheinlich freigeschaltet. Natürlich kann man sich da vorher keine Informationen holen. Sehr gut. Achso, Titanleitfaden wollte ich gerade nochmal reinschauen, weil wir haben ja schon gegen ein, zwei größere, kleinere Titanen gekämpft. Der kolossale Titan. Ja, das ist er. Titan 1. Titan 2. Das sind die etwas. Ja, die kleinen und die großen. Titan 12. Titan 11. Das sind die ziemlich großen hier. Abschluss Titanleitfaden. Achso, das sind nur Bilder von den einzelnen Titanen, die man so schon getroffen und getötet hat hier. Manche sehen aber auch richtig ekelhaft aus, muss ich sagen. So, das hier, dieses mit den Rippen und so, das ist nicht gerade schön. Lustig sind diese ganz kleinen. Wir haben relativ viele große getötet, kann das sein? Ah, da waren noch ein paar kleine. Ja, kleiner, kleiner, kleiner. Ja, das sind aber noch nicht die lustigen. Obwohl die Gesichter, die Gesichter finde ich teilweise echt sehr lustig. Der hier war da sehr süß.
Naja, gut, genug davon. Wir machen weiter erstmal in der Originalgeschichte, in der Story. Wir wollen ja ein bisschen vorankommen. Wir hatten, glaube ich, das letzte Mal aufgehört bei Mikasa. Jetzt hätte ich schon Misaka gesagt, obwohl das auch gar nicht so falsch klingt. Mikasa Ackerman. Ackerman. Ja, eine eine aus dem asiatischen abstammenden Teil der Bevölkerung. Davon gibt es nicht mehr viele oder soll es nicht mehr viele geben. So, hier können wir noch mal ein bisschen quatschen mit den Kollegen. Ich glaube, das letzte Mal hatte ich schon ausgerüstet. Ja, wir müssen die Elite-Einheit schützen. Ja, das müssen wir. Tralala, trulala. Wir sind die Elite der Mauergarnison. Wir werden uns vor euch unerfahrenen Rekruten nicht blamieren. Ist mir ziemlich egal, ja. Ich wollte damit sagen, dass wir auch unseren Stolz haben und wir werden euch zeigen, dass auch was anderes als Fähigkeit zählt. Na, was anderes als Fähigkeit zählt? Das glaube ich jetzt mal nicht. Warum sollte das so sein? Ja, Genie sondersgleichen, aber das ist hier dein erster echter Kampf, nicht wahr? Bau keinen Mist. Ja, ja, wir werden schon keinen Mist bauen, wir werden gewinnen. Tralala, trulala. So, ich denke mal, durch das Anquatschen schaltet man so ein bisschen die Charaktere auch in der Slots frei. Ich überspringe das mal, weil so wirklich was Wichtiges gibt es hier nicht, außer kannst du dich noch langsamer vorbereiten. Beschaffung. Frostgranaten, Steinfragment. Aha, Instandhaltung der Ausrüstung. Hier kann man noch so ein bisschen was kaufen, wenn man merkt, dass man vielleicht Eisenbambusfragment einlösen. Qualitativ minderwertiger Stahl für die Instandhaltung von Ausrüstung. Preis. Kann ich dann sozusagen verkaufen hier. Allgemeine Ausgabe. Naja. Brauche ich jetzt momentan noch nicht so wirklich. Kann mal später wichtig sein. Und hier muss ich nochmal gucken, ob ich das soweit ausgerüstet habe. Klingen. Schutzruhmmesser. Das hat eine schlechte Haltbarkeit, eine schlechte Klingenlänge, aber eine gute Schärfe. Ich glaube, da warte ich, bis ich das bisschen besser upgraden kann und benutze da erstmal meine verstärkte Klinge. Wo sehe ich eigentlich, ob das ausgerüstet ist, das Ganze? Sehe ich das hier, dass das ausgerüstet ist? Ich will es nicht beschaffen. Ich hab schon 4 im Besitz. Scheidenbehälter, Ausrüstungsmanöver, ne? Ausrüstungsmodifizierung, Klingen, verstärkte Klingen. Verstärkte Klingen 2. Ah, da kann ich die Schärfe und die Haltbarkeit verbessern. Habe ich genug Kohle? Ja. Trainingsscheide. Ausrüstung der ersten Generation. Ausrüstung der ersten Generation Modell 2. Mehr Geschwindigkeit und mehr Ankerstärke, aber die Reichweite ist nicht so hoch. Ich glaube, ich spare mal noch ein bisschen, ein klein wenig, für den nächsten Kampf oder die nächsten Kämpfe. Und dann gucken wir mal, was uns erwartet. Erwartet, hermano. Oh, ich sehe gerade was. Da muss ich mal ganz kurz noch was stoppen. Es wird immer ganz kurz hängen. So, weil nebenbei, wenn hier die Aufnahme läuft, dann ist meistens die Qualität nicht so gut. Ich bin bereit. Jawohl, Sir. Ich bin bereit. Oh, ich weiß gar nicht mehr, wie das ging. Schon so lange her. Naja, wir werden das schon rausfinden. So, gemeinsam sind wir einsam. Okay. Titanen aufhalten, killen, bezwingen. Das ist unsere Aufgabe, wie immer. Das AX Y. Sieht er nicht süß aus, wie er so rennt?
Ein Abnormer. Ja, die gibt's. Die verhalten sich anders als andere. Shang Ping Kung. Kaching. Und tot. Ich glaube, die haben hier so ein bisschen an der falschen Stelle geschnitten. Kann das sein? Ja, das sollte doch eigentlich am Hals sein, oder? Los, flieht ihr, Knalltüten. Oh ja, meine Güte, ey. Okay, wie habe ich das jetzt gemacht? So nah war ich da gar nicht an der Geschichte dran. Oh ja, meine Güte. Schwing, dein Ding. Und der andere Typ. Da hinten. Das ist ein kleiner, oder? Schwang. Okay. Machen wir erstmal den, der etwas näher an den Einwohnern dran. Oh, jetzt lass mich doch mal in Ruhe, meine Güte. Ich wollte erst mit denen machen, der näher an den Einwohnern dran ist. Alter! Genau! Und das war er, hoffentlich. Schwein! So. Haben wir hoffentlich keine Einwohner verloren hier. Habe ich jetzt nicht wirklich drauf geachtet. So, ich muss in welche Richtung? In die Richtung, okay. Weil ich will ja dieses Sekundärziel gerne noch retten und erfüllen. Ich verliere so ungern Mitglieder von unserem Team, weil gemeinsam sind wir ja alle stark, wie wir wissen. Einsam sind wir schwach. Knall dagegen. Ich bin natürlich ein geübter Schwinger, Freischwinger. Moment. Und da bin ich schon. Guten Tag. Und gute Nacht. Schwang. Ah, sie ist einfach die Beste. So. So, wir müssen dahinter. Hoffe ich. Dann erstmal die ungefähre Richtung finden. Da. Ui. Ich finde es zwar sehr cool, dass man hier so durch die Gegend schwingen kann, aber was ein bisschen nervig ist, ist, dass man nicht ganz so gezielt vorgehen kann, wie man es manchmal möchte. Hui. Oder ich bin einfach nicht geübt genug. Bin halt nicht die Elite des elitären Regimes. Oh, da sind wir ja schon. Oh, das sieht nicht gut aus.
本当に終わりだぞ。俺たち訓練兵の誰にそんな決死作戦の指揮が取れる。 Ah ja, wir erinnern uns, Eren wurde von einem Titanen gefressen das letzte Mal. Arumi, daijoubu nano? Eren wa doko? アルミ、今は干渉的になっている場合じゃない。 私は強い、すごく強いので、私なら一人でもあそこの巨人どもを蹴散らせる。あなたたちは腕が立たないばかりか臆病で腰抜けだ。ここで指を加えたりしてればいい。加えてみてろ。 Heißt wahrscheinlich Kampf. Kämpfen. Okay, oh, was? Dürfen wir während eines Kampfes. Ah ja, wir müssen die Anlage beschützen. Sie darf nicht zu viel Schaden nehmen. Und aufpassen. Oh, Alter. Ich kann gerade nicht schwingen. Lass mich in Ruhe, blöder Titan. Okay, okay, okay. Moment, das haben wir gleich. Das war der letzte Streich und der zweite folgt zugleich. So. Ah, scheiße. Das war das Y, ne? Alter. Der läuft hier auf sein, ich sag mal, Knien. Alter, ist das meine Nase? Ah, da waren doch noch welche, die wollte ich noch killen. Leute, lasst mich doch mal die Titanen töten.
Okay, das ist unser eines Titanenziel und das ist unser zweites Titanenziel, wie es aussieht. Das sieht doch ganz friedlich aus. Hast du große Klubchen, hast du. Jetzt muss ich mal ganz kurz Klingen tauschen und ein bisschen. Wang. So. Erstmal unseren Gefolgsleuten hier ein bisschen helfen. Was sind denn hier noch welche? Das Coole ist die Combo, die sie hier drauf hat. Oh, da hinten gibt's Krawall. Nur aufpassen, dass wir nicht unsere Teamkollegen hier verlieren. Dünne Titanen sind sehr beweglich. Und das war der erste, auf den wir uns konzentrieren sollten. Oh, ich bin vom Hausdach runtergestürzt. Das war der nächste Streich. Das war der. Und das war der nächste. So. Die Dicken sind ganz schön schwer. Alter Falter. Fall um, Junge. Krebs hier voll auf dem Boden rum. Okay, Achtung. Na? Ja, dann gleich seine kleinen ekligen Krabscherchen auf hier strecken nach mir, kann ja wohl nicht wahr sein. Eklige kleine dicke Titan hier. Und das Gas ist alle. Na super. Ohne Gas kein Spaß, ne? Bisschen Licht in die Sache bringen.
ても美しい。いい人生だった。戦え、戦え、戦え。ごめんなさい、エレン。私はもう諦めない。死んでしまったらもうあなたのことを思い出すことさえできない。うわVoll auf die 12. Kyojin-ga... Kyojin-wo koroshiteru. Tada hitasura konwaku shita. Kyojin-ga Kyojin-wo korosu nante kiita koto ga nai.かすかに高揚した。その光景は人類の怒りが体現されたように見えたから。Ein Titan, der Titanen tötet. Unsere Bewertung war jetzt nicht so besonders, aber haben wir wenigstens noch gekriegt. Und wir haben sogar einen Stufenaufstieg für Mikasa.Misaka? Mikasa? Oh, ich komme mit dem Namen nicht klar. Sturzflug. Ja, ein bisschen Kohle bekommen hier. Oh, alles nur D und einmal ein Titanenhautstück. Wer weiß, wofür uns das noch nützlich sein kann.Ein Regiment, das in jeder Stadt stationiert ist, das die Mauergarnison. Die Mauergarnison ist das größte Regiment, was die Anzahl der Soldaten betrifft. Ihre Hauptaufgabe liegt darin, die Städte vor Titanen zu schützen. Zudem bewaffnet und verstärkt sie die Mauern. Vor dem Fall der Mauer Maria war sie zudem dafür verantwortlich, die Mauern instand zu setzen und die verschiedenen Tore mit Wachposten auszustatten. Mitglieder der Garnison, die sich besonders bewährt haben, können sich zur Militärpolizei überstellen lassen.Die Insignien des Regiments sind zwei Rosen. Ja, wir wurden gerettet durch diesen großen Titan, der uns hier zur Seite gestanden hat. Ja, er greift keine Menschen an, sondern nur andere Titanen. Er sieht auch menschlicher und stärker aus als die anderen. Ich muss mich beruhigen. Wo soll ich denn hin, um mich zu beruhigen? Ich kann ja nicht mal hier von Mauer zu Mauer springen. Also ich muss ja weitermachen. Ja, ist ja gut. Wir wissen es doch. 3D-Manöver-Ausrüstung. Dieser Apparat wird von den Regimentern verwendet, um 3D-Manöver zu ermöglichen. Er umfasst...Eine an der Hüfte getragene Haupteinheit, eine am Gürtel getragene Apparatur zum Schießen von Drähten, Gaskanister, die an Schwertscheiden befestigt sind, welche an den Beinen getragen werden, Bedienelemente, die mit Schwertgriffen kombiniert wurden und so weiter. Die Stahldrähte befinden sich in der Haupteinheit und können über Achsen links und rechts eingezogen werden. Die Achsen auf beiden Seiten können unabhängig voneinander über in der Haupteinheit enthaltene Ventilatoren mit Gasgetriebe in Bewegung gebracht werden. Das Gas wird komprimiert in Kanistern aufbewahrt. Und ein kleiner unglaublicher Fakt. Es gibt einen YouTube-Kanal, der nennt sich The Hacksmith. Und dort gibt es jemanden, der stellt immer so lustige Sachen her aus. Zum Beispiel Marvel-Filmen hat er das Schild von Captain America hergestellt, was man so werfen kann und dann wieder zurück.Bekommt, also so mit Magneten, hat die Wolverine-Klingen hergestellt und er hat lustigerweise auch diese Klingen, die auswechselbaren Schwerter mit Scheide von Attack on Titan hergestellt, also Schwertscheide und Schwerter, die man so auswechseln kann, diese Klingen, das hat er tatsächlich hergestellt. Könnt ihr euch gerne mal angucken, aber nicht jetzt.
Ich kann gerade nicht wirklich viel machen. Ich brauche Nachfüllpacks und so weiter, obwohl ich eigentlich viel eingesammelt hatte vorher. Ich kann gerade den großen Titan gar nicht so sehen. Ah, da. Boah. Ich hasse diese Steuerung mit dem Stick von der Sicht. Ah, da ist er doch. Guck mal. Er macht die alle platt. So, jetzt hat er den Typen gekillt und ich muss, glaube ich, da hinten hin, ne? Oh, jetzt... Oh, Mikasa! Mach doch keinen Scheiß, Mann. Das Problem ist, ich habe zu wenig Gas, um hier irgendwas zu machen. Aber ich muss wahrscheinlich dahin, wo die Flagge ist. Hey, ich wollte hoch. Ah, aufgefüllt. Und Gas? Gas habe ich nicht. Okay. Wenn du eine Idee hättest, bin ich dabei. Okay, wir sollen... Wir sollen uns zur Basis begeben, müssen dazu aber auch ein paar Titanen killen, die uns im Weg stehen. So. So war es aber auch. So, wo sind hier grüne Flaggen? Da hinten sind grüne Flaggen. Da heißt, ich muss jemandem zu Hilfe eilen. Ich eile. Ah, wahrscheinlich kleine. Oh, Alter. Versteck dich doch nicht. Oh, der ist so in der Gasse drin. Das ist so fies. Boah, Alter, ey. Ich hasse dich so sehr, dass du in dieser Gasse drin bist. Sowas aber auch, ey. Ich wusste es, warum ich ihn so hasse. Dieser blöden Gasse. Und Swang. Und der nächste. Ich versuche hier eigentlich gerade so ein bisschen zu diesen grünen Pfeilen zu kommen. Alter. Ich will den, da oben. Alter, ich will da hoch.
ich komme nicht hoch. Pling! Ja, ich spare ja schon an Gas und anderen Sachen. So, das war zwar nicht wirklich der Nacken, aber sah schon mal gut aus. So, wo muss ich denn eigentlich hin? Da drüben. Wer ist der Erste, der Hilfe braucht? Hier vorne, ne? Ah, da sind immer diese blöden Mauern, die auch da vor sein müssen. Wenn wir da einmal... Wie viele sind das? Und warum springt er mir dazwischen rum, dieser Arsch? Ich hasse Titan. Boah, der fliegt hier voll auf die Fresse. Was macht denn der? Sag ich doch. So, das war der Typ. Ah, ich hab mich gedrückt. Okay. Moment, ich muss mal ganz kurz zu dem ganz dringenden Rauchsignal. Oder ist einer gefallen? Was das? Oder ist hier noch einer? Ah, guck mal, hier können wir ein bisschen aufladen. Perfekt. Achso, Klingen habe ich ja. Ich brauche das da. Bisschen Gas. Das Schöne ist, ich kann meinen Kampf ja ein bisschen ausdehnen. Mir ein bisschen mehr Materialien noch beschaffen dadurch. Oh, ich sehe da hinten noch. So, das war die Unterwerfung. Okay, wo muss ich jetzt eigentlich hin? Zu der Flagge, oder? Ah, da hinten. Wird nur von einem angegriffen, oder? Ja, ein Titan, aber das war er dann auch schon. So, ich brauche Hilfe von irgendjemandem. Kann ich irgendwo... Ah, hier, Christa, die nehme ich mit. Die gute alte Christa, wer kennt sie nicht? So, da bewegt sich der Dings hin, oder? Geh mal da lang, da kommt einer. Warum bewegst du dich auch so schnell? So,
So war es aber auch. Jetzt ist aber mal Schluss hier. Wir müssen wo lang? Dort lang. Aha! Getroffen! Diese geheimnisvolle Titan macht immer alles kaputt, was ich mir hier aufbaue. So eine Scheiße. Jetzt lass mich doch mal in Ruhe Titan schnetzeln hier, meine Güte. So was. Wow. So, wir müssen den ja hierher locken. Ich hoffe mal. So, den einen kriege ich noch. So, da wütet er. Oh ja, jetzt kommen wieder welche, die wir killen dürfen, müssen, sollen. Wieder der Fette und der andere, oder was? Sind das nicht nochmal dieselben? Die sehen so gleich aus. Na gut, der hat ein bisschen anderes Gesicht hier. Aber schöne Zähne hat er. Alter! Habe ich den jetzt gekillt oder lebt der noch? Das ist nicht so richtig mitgekriegt gerade eben. Oh, den habe ich gekriegt. Ha! Wo hätte das gedacht? Oh, dieser andere Titan springt mir mal dazwischen. Hasse den. Hasse den jetzt schon abgrundtief. Oh, der Dicke ist. Der Dicke ist schwer. Habe ich den jetzt gekillt? Ha! Wer sagt's denn? Komm hier nicht weg, jetzt bricht gerade der Titan zusammen. Wo ist denn der andere, den wir killen sollen? Ah, da. Und Netzel, jawoll. Und unser geheimnisvoller Titan sitzt hier nur rum auf dem Boden, oder was? Ist er so geschafft von diesem kleinen Scharmützel? Aber nur vielleicht. Oh, unsere Bewertung ist gar nicht so schlecht. Wir kriegen trotzdem nur ein A, weil wir einmal A bekommen haben. Dafür haben wir ganz gut Geld gekriegt, wenn ich das richtig sehe. Bisschen Leder und Titanenhaut. Expeditionsmodus. Achso, ja. Der andere Modus. Chang, Conny. Ah, haben wir wieder zwei Figuren freigeschaltet. Der gute alte Conny. Weil hier war übrigens Übersetzungsfehler mal zwischendurch.
Ja, Mauer Rose oder Rose. Ja, die Basis ist noch intakt. Das ist schon mal gut. Wir können noch mal mit den anderen ein bisschen quatschen. Ja, der hat genauso reagiert. Ja, wir haben von Anfang an Armins Plan vertraut, natürlich. Ja, von so einem Abnorm hat noch keiner was gehört. Ja, wenn wir nicht gefolgt wären, wären wir alle tot, das stimmt. Oh, hier haben wir nochmal zwei Besondere, die wir anquatschen können. Berthold. Ich finde es toll, wie du ihn ausgenutzt hast. Wer ist das hier? Ah, Rainer! Rainer! Ja, der Rainer, den haben wir jetzt auch mal angesprochen. Mal gucken, noch ein bisschen Ausrüstung vielleicht verbessern. Ausrüstungsmodifikationen. Ankerreichweite kann man hier leider nicht erhöhen, aber die Rollgeschwindigkeit und die Stärke. Trainingsklinghammer. Schutzruhmschneide. Ich weiß gar nicht, haben wir eigentlich bessere Schneiden gekauft gehabt? I'm not sure. Ich bin nicht geschoren. Verstärkte Scheide, verbleibendes Gas, Gasdruck erhöht, verbleibende Klingen. Ach, wir haben diese. 160, 100. Okay, Gasdruck 40. Die haben wir tatsächlich schon. Dann kann ich die auch modifizieren. Da unser Gasdruck erhöht wird. Das ist gut. Gasdruck erhöhen ist immer gut. So, neue Entwicklungen. Rollgeschwindigkeit, Ankerreichweite. Oh, das geht runter. Das ist nicht gut. Hier ist die Reichweite erhöht. Im Besitz 7, da habe ich aber schon. Klingen, Trainingsklingen. Wir haben hier unsere verstärkten Klingen. Da ist die Schärfe nach unten. Warum eigentlich? Haltbarkeit, aber die Klingenlänge ist relativ normal. Bei dem anderen geht hier alles nach unten. Einlösen. Achso, kann ich was verkaufen, ne? Okay. Ja, ich geb mein allerheiligstes, mein allerbestes. Zack, zack. Da kriege ich dann Kohle für, ne? Okay. Beschaffen, ja, wenn ich was brauche. Hochgehärteter Stahl, Klasse B, kosten 1000. Habe ich nicht so ein Ding? Nee, habe ich nicht. Dann beschaffe ich mir mal eins. Hochgehärteter Stahl. Nehme ich erstmal zweimal. Gucken, ob ich damit irgendwas verbessern kann. Stahl Klasse B. Zweimal im Besitz 0. Eisenteile. Achso, ich brauche dafür nur Stahl. Gucken, kann ich Stahl kaufen? Warum kann das nicht in einem sein? In kaufen und verkaufen? Beschaffung, Stahl. Na, den habe ich doch schon, aber das ist hochgehärteter Stahl, kein normaler. Ja,
Wenn ich den verkaufe, verkaufe ich den nur für 100. Ah, das ist natürlich schade. Na gut. Hätte ja sein können, dass wir da noch ein bisschen was ausrüsten können. Harumin! Wir finden eine Lösung. Na dann, go, go, go. Der Titan dreht gleich wieder durch. Ja, so schreit er. Anti-Titan-Waffen. Aus hochgehärteten Stahl. Sie sind biegsam und wurden darauf ausgelegt, zwei Schwerter gleichzeitig zu benutzen. Den Nacken eines Titanen zu zerfleischen. Fleisch, Fleisch. Ich sag ja Schaschlik. Ah, Schwertscheiten, das wissen wir, dass die am Bein dran sind. Dann gehen wir weiter hier. Hier tritt jemand am Rad. Oh, der macht die gleich komplett fertig hier. Ich würde mal sagen, das war ja ganz, ganz nice. Oh, meine Zornanzeige ist aufgefüllt und den mache ich gleich mal platt. Ein Ekel. Oh, ein ganz kleiner. Kann man den treten? Ja, den kann man treten. Ich zerlege hier gerade die ganzen Gebäude. Oh, ein ganz... ganz kleiner Mini-Titan. L.A. Okay, wo muss ich eigentlich hin? Ich laufe gerade in die falsche Richtung, oder? Ich springe hier mal durch so ein paar Häuser durch. Oh, Moment, Kadetten sind in Gefahr. Ich muss sie retten. Kann ich dieses Haus hier plätten und durchspringen einfach? Ah, guten Tag. Da seid ihr also. Springt ihr eigentlich immer mit dem Kopf voran oder irgendwo hin? Verstehe ich nicht. Muss man nicht verstehen. Oh, Ziel erschienen für finale Unterwerfung. Ich wollte gerade hier noch ein paar retten gehen. Ah, friss mich nicht. Ich muss noch Kadetten retten. Das reimt sich.
Der war gut. Vielleicht so einen richtig schönen Wutangriff ausgeführt hier. Ja, wobei sollen wir ihm helfen? Er hat jetzt alle Titanen besiegt. Könnten wir. Wenn wir es könnten. そんなこと。例えば、あの巨人が味方になる可能性があるとしたら、どう？どんな大砲よりも強力な武器になると思わない？味方だと？本気で言ってんのか？ Unser guter alter Eren war in dem Titan. Er hat die Kraft, sich sozusagen in einen Titanen zu verwandeln oder hineinzubegeben, je nachdem, wie man das betrachten möchte. Und jetzt wird erstmal geheult. Warum auch immer. Hat er das getan? Ja, das hat er, meine lieben Freunde. Da haben wir mal eine richtig gute Bewertung hier abbekommen. Sorgt für rasche Bewegung auch im verletzten Zustand. Sehr gut. Haben wir mal ganz gut Geld gekriegt jetzt hierfür. Haben wenigstens ordentliche Materialien auch gekriegt. Neue Kleidung. Warum nicht? Armin Alert. Alert. Ja, seit Kindertagen mit Eren und Mikasa befreundet. Ja, der ist, fassen wir das ganz kurz zusammen, er ist so der Planer und das Genie, kann aber nicht gut kämpfen. みんな、無事でよかった。エレンやミカサは、俺たちには守秘義務が課せられた。言えない。もっとも隠し通せるような話すぐに人類全体に知れ渡るだろう。それまでに人類があればな。 Ja, früher oder später werden es alle erfahren, sagt er. Sieht so aus, als hätten es schon viele erfahren. Armin.
als wären wir Monster. Du bist das Monster, du! お前が巨人の体内から姿を現した瞬間をな。そんな自分は人間だ。そうか、仕方ないことだ。私は間違っていない。誰も自分が悪魔じゃないとは証明できないのだから。 Sie sollten ihn nicht verärgern. Feuer! Töte den Titanen! Die Stelle finde ich eigentlich recht cool umgesetzt, weil im Anime hat man das gar nicht so geil sehen können. Wie plötzlich diese Hand und alles entsteht. Nur was sie nicht bedacht haben, ist, dass er nicht da unten stehen kann, sondern eigentlich wieder im Hals sein müsste von dem Titan. Aber sagen wir einfach mal, der ist runtergesprungen wieder hier an der Stelle. Das sieht man dann einfach nur nicht. なんだこれや。おいお前ら、大丈夫か。エレン、これは。わからん。だが、こんなもん見せた後で、中東兵団と会話できる自信は、俺にはない。俺はここを離れる。 どこに? どうやって? とりあえず、どこでもいい。 もう一度巨人になってからな。 俺をかばったりしなければ、 お前らは命まで奪われない。 ここからは単独で動こうと思う。 エレン、私も行く。 私が遅れても構う必要はない。 ただし、私が従う必要もない。 待てよ、ミカサ。 考えはもう一つある。 無茶を言うが、アルミンがもしここで中東兵団を説得できるというなら、俺はそれを信じて従う。エレン、どうして僕にそんな決断を託すの？お前ってヤバい時ほど、どの行動が正解か当てられるだろう。それに頼りたいと思ったからだ。いつそんなことが。 Ja, vertraut ihm euer Leben an. Oder vielleicht auch lieber nicht. Dieser Konflikt kommt hier leider nicht so richtig rüber, was da vorher mit Armin noch so war. と言うならそこを出せ。証拠は必要ありません。我々が彼をどう認識するかは問題ではないのです。大勢のものが彼と巨人が戦う姿を見たはずです。周囲の巨人が彼に群がっていく姿も、巨人は彼を我々人類と同じ捕食対象として認識しました。
この事実だけは動きません。迎撃態勢を取れ。奴らの巧妙な罠に惑わされるな。ボン。エレン、ミカサ。私はトーニー、人類復興のためなら心臓を捧げると誓った兵士。その信念に従った末に命が果てるのなら本望。彼の持つ巨人の力と残存する兵力が組み合わさればこの町の奪還も不可能ではありません。人類の栄光を願い、これから死にゆく全てもの間に彼の戦術価値を解きます。うっ、予算か。相変わらず図体の割には小鹿のように繊細な男じゃ。ピクシス司令、お前にはあの者の見事な敬礼が見えんのか。わしはあの者らの話を聞いた方がいい気がするの。Sollten wir das vielleicht mal ihm zuhören?Ja, Pixis ist der Ranghöchste hier. Und wir haben ihm zu verdanken, dass wir noch am Leben sind. Und hier haben wir eine Menge zum Quatschen und so weiter und so fort. Aber da würde ich sagen, jetzt haben wir die Stunde ja schon gemacht mit hier Attack on Titan. Und ich würde an der Stelle dann gleich erstmal eine Pause mit Attack on Titan. Ja, ihr wisst, was ich meine. Einlegen.Mal gucken, ob ich speichern kann. Ja, ich speichere so gerne. Auch mal in der Ferne. So, dann haben wir das gespeichert. Ich gehe jetzt zurück zum Hauptmenü und verabscheue mich jetzt mit Attack on Titan erstmal für heute von euch. Und wir sehen uns dann...Vielleicht beim nächsten Attack on Titan oder vielleicht nochmal bei einer Folge No Man's Sky. Wir werden sehen. Ich exportiere das Ganze jetzt erstmal zu YouTube und schaue mir noch die letzten zwei Folgen von Attack on Titan an, meine lieben Freunde. Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Und ja, auch wieder fleißig Attack on Titan spielen oder No Man's Sky oder was ihr gerade so spielt. Ihr könnt auch gerne mal sagen, welche Spiele euch so gefallen. Vielleicht...kommt das ja dann beim nächsten Mal. Also, vielen Dank, bis zum nächsten Mal und tschüss.